Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Lebeglücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und einen Gast, der mir sehr am Herzen liegt, denn ich kenne diesen Gast noch aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend eigentlich viel mehr. Die TV-Moderatorin, Autorin und Achtsamkeitstrainerin Nina Ruge ist heute mein Gast und wir sprechen über ihre Liebe zu den Tieren, wir sprechen über Achtsamkeit, darüber, dass unsere Welt ein neues Bewusstsein braucht. Und natürlich sprechen wir über ihr neues Buch, was absolut fantastisch ist. Herzlich willkommen, liebe Nina, schön, dass du da bist. Hallo Linda, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du sie angenommen hast. Nina, ich habe gesagt, du liebst Tiere, du kümmerst dich sehr um Tiere. Ich bin jetzt ganz aktuell über einen ganz tollen Artikel bei der Apothekenzeitschrift Unsere besten Freunde gestolpert. Und zwar schreibst du da über deine Liebe zu den Tieren, über dein Engagement für Tiere und aus dem S&D-Verlag die Zeitschrift. Da erzählst du etwas von einer Stiftung, wo du Schirmherrin bist, wo du Tiere und Kinder zusammenbringst. Erzähl uns was davon, bitte. Also die Stiftung, das sind zunächst erstmal Tierärzte. Das ist keine Stiftung, sondern eine der Verband der deutschen Tierärzte, die zusammen mit einer großen Futtermittelherstellerfirma eine Initiative gegründet haben, die ich großartig finde. Ich war ja mal Lehrerin, wie du vielleicht weißt. Mhm. Neu eine Katze adoptiert, die saß bis eben hier auf meinem Sessel. Mhm. Und die Kinder haben alle, die sagen alle, oh, es ist so ein süßes Tier und ich will das auch haben. Und ja, leider haben wir dann so wahnsinnig viele Tiere in den Tierheimen, die einfach nicht versorgt werden können oder die nicht richtig erzogen worden, die nicht artgerecht gehalten wurden und weggelaufen sind oder im schlimmsten Falle eben vors Auto laufen oder was auch immer. Und diese Initiative ist insofern hochintelligent gemacht und liebevoll, heißt Liebe fürs Leben. Also damit wir Tiere fürs Leben bei uns halten können, müssen wir viel wissen über die Verantwortung, die wir übernehmen. Und in diesem Unterricht, das sind jeweils Doppelstunden, die Tierärzte, die ausgebildet sind für den Unterricht, und zum Teil mache ich das auch, in diesen Doppelstunden werden den Grundschulkindern ein Gefühl dafür vermittelt, was ist artgerechte Haltung, was braucht ein Hund, was braucht eine Katze, was braucht ein Meerschweinchen, an Zeit, an Geld, an medizinischer Versorgung und so weiter. Und es ist wunderbar zu sehen, am Anfang der Doppelstunde sagen immer alle, ich will ein Tier oder ich habe eins und überhaupt, ich will noch mehr. Und am Ende der Doppelstunde, wenn man fragt, kannst du dir wirklich verantwortungsbewusst zutrauen, so ein Tier zu haben, dann kommt ganz oft, ich hätte ganz gerne eins, aber ich glaube, jetzt schaffe ich das, oder wir, die Familie, das schaffen wir jetzt doch nicht. Und das ist großartig. Nicht, weil die Kinder keine Tiere bekommen, sondern weil sie erkennen, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit Haustieren so viele elementare Änderungen im Alltag bedeuten und sich dann verantwortlich sagen, nee, kann ich jetzt im Augenblick nicht schaffen oder mit unserer Familie schaffen wir das nicht. Das ist, ja, finde ich großartig. Das ist total wertvoll, das ist echt total schön, weil es gibt ja die Kinder, die können es, die können das dann auch einschätzen, dass sie es dann können, wenn sie es gelernt oder beigebracht bekommen und einmal so einen Einblick haben, und dadurch vermeiden wir natürlich ganz viel Tierleid, ne? Tiere, die ausgesetzt werden, wie du sagst, wir haben so viele Tiere auch in Tierheimen. Du hast ein unglaublich großes Herz für Tiere, ne? Ich glaube, in deinem Zuhause du hast mehrere Tiere, die du rettest, ne? Die du wieder gesund pflegst, die du bei dir zu Hause aufnimmst. Ne? Ja, also ich habe halt zwei klassische, sogar Rassehunde, weil ich mir nicht zugetraut hatte, es sind meine beiden ersten Hunde, von Anfang an so ein Überraschungspaket wie ein Mischling aufzunehmen. Und deshalb wollte ich so ein bisschen wissen, was für Eigenschaften haben. Jetzt habe ich zwei Rassehunde, Entlebucher Sennenhund und einen großen Schweizer Sennenhund, die hier gerade mein Gewächshaus verlassen haben, weil es ihnen zu warm wurde. Und dann habe ich ein paar Katzen und die Katzen, die mir hier in Italien zugelaufen sind, zwei, die ich jetzt aus München mitgebracht habe, von einem Ehepaar, die sie nicht mehr halten konnten. Und dann habe ich noch Hühner, Gänse und auch noch drei Pfauen von unserem Nachbarn, der plötzlich ganz viel Nachwuchs hatte und ich wusste, wohin damit. Und die sind jetzt alle hier. Wow, ein Paradies in der Toskana. Wunderschön. Im Gewächshaus, dein eigenes Gewächshaus, wo du zur Ruhe kommst. Das ist so dein Raum, ne? Das ist so deine Base. Da schreibst du, da meditierst du, da bist du ganz für dich. Ne? Das ist richtig. Ja, da kommt auch
nicht vielleicht jemand rein. Also hier stört man mich nicht so gerne. Man weiß, dass ich hier mich eigentlich eher zurückziehe. Und bevor mich hier einer stört, muss schon ein wichtiger Punkt sein. Das ist ganz toll. Während sonst bin ich ja überall ansprechbar und Dings mache ich ja auch gerne. Aber hier ist so ein kontemplativer Ort und man sieht ja auch die Oliven rundherum. Und vor mir ist ein Wildblumenbeet und meine Hängematte, da sage ich immer, da gehe ich rein, wenn ich fertig bin mit Arbeiten. In diesem Jahr habe ich jetzt 3-mal drin gelegen. Aber es ist schön, es ist ein Ziel. Unter einer japanischen Zierkirsche, die habe ich da hingepflanzt, weil das der Lieblingsbaum meines Vaters war. Und dann denke ich auch immer gleichzeitig an meinen Vater, das ist schön. Voll schön. Wie war für dich so der Sprung von TV-Moderatorin? Wir kennen dich, also ich kenne dich zum Beispiel noch aus Leute heute. Am Ende hast du immer gesagt, alles wird gut. Ja? Und den Sprung so zu schaffen, du bist seit einiger Zeit wirklich ganz intensiv im Bereich Spiritualität, Achtsamkeitstrainerin. Du sagst selbst, die Welt braucht ein neues Bewusstsein. Du sprichst von Lebenssehnsucht und ja, dass wir einfach uns öffnen sollen für uns, für Achtsamkeit, für Harmonie, für Liebe, Balance. Also, was für mich, glaube ich, das Entscheidende war, überhaupt für beide Wege, der Fernsehmoderatorin als auch für den spirituellen Autorenweg, das ist, dass ich, seit ich vernünftig denken kann, also seit der Pubertät, schon immer ein Doppelleben gelebt habe. Und schon immer auf der einen Seite eine große Leidenschaft habe für Wissenschaft und Kultur und Politik und Wirtschaft und bis heute Nachrichtenjunkie bin, aber auch mich sehr, sehr interessiere für technologische Neuerungen, Artificial Intelligence, all das, was unsere Welt bewegt und dazu auch eine Haltung zu entwickeln, aber auch zu wissen, was da kommt. Ich finde es wahnsinnig spannend, meinen Verstand einzusetzen. Auf der anderen Seite, und das ist ja im Grunde so das akzeptierte gesellschaftlich wichtige Fortkommen, dass man verstandesmäßig möglichst gut aufgestellt ist. Und auf der anderen Seite war schon ganz früh das, was du eben als Vokabel auch genannt hast, nämlich die Lebenssehnsucht da. Diese tiefe Sehnsucht nach, kann das denn jetzt alles sein? Hast du irgendwie tolle Noten und hast dein Studium toll gemacht und bist dann schnell an der Schule und so? Aber irgendwas fehlt und irgendwas tut weh. Und das kam früh. Und deshalb habe ich sehr früh angefangen, ich sage, Seelenbücher zu lesen, auch alle möglichen spirituellen Übungen zu machen, zu meditieren, Yoga zu machen. Alles. Ich war auf der Suche. Und so hat sich das durch mein ganzes Leben durchgezogen. Mal gab es Phasen, die intensiver waren. Und wenn ich, wie damals, als ich im Heute-Journal anfing und gerade die Mauer gefallen war und wir im Grunde nichts anderes gemacht haben, als über das Wahnsinnige zu berichten, was in Deutschland und Europa und letztlich dann die ganze Weltordnung neu gestalten ließ. Da habe ich wenig mich kümmern wollen und können um meine innere Welt. Aber es gab immer intensive Phasen und die wurden immer klarer, dass ich begonnen habe, mich mit dem zu beschäftigen, was uns dann ganz werden lässt. Das Geschenk des Verstandes ist großartig. Aber wenn wir die andere Seite in uns, nämlich die, man muss nicht nur spirituell sagen, man kann eben auch sagen, die Seite der Intuition, die Seite der rechten Gehirnhälfte. Also all das, was in uns als Mensch vorhanden ist und als Lebewesen, das ist ja in allen Lebewesen das überhaupt wahrzunehmen und zu beginnen, das zu adressieren und in einen Dialog zu treten zwischen dem Verstand und der Intuition, also ich nenne es im letzten Buch, spirituelle Intelligenz zu entwickeln. Das war im Grunde schon immer mein Weg. Und als ich jetzt im letzten Jahr komplett aus dem Fernsehen ausgestiegen bin und damit aus meiner Alltagspräsenz für so viele Menschen, da habe ich mich noch mehr mit der Thematik beschäftigen können, mache aber nach wie vor große Veranstaltungen zum Thema Energieeffizienz, den deutschen Maschinenbaugipfel, Artificial Intelligence. Also ich bediene beide Seiten, ich trainiere beide Seiten und ich finde genau das richtig. Sich nicht nur auf die wissenschaftliche Seite des Verstandes zu verlassen, sondern auf der anderen Seite die Spiritualität, Intuition, das Heilige in uns zu erkennen und zu entwickeln. Und beides ist wichtig und nicht nur das eine oder das andere.
Das ist absolut richtig. Also das sehe ich ganz genauso, aber eben auch die Intuition, unsere Innenwelt, wie du es gerade so schön gesagt hast. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, Frieden zu leben. Also wenn wir uns alle bewusster auch unserer Intuition, unserer Spiritualität, unserer Liebe somit auch zu uns, zu den Tieren, zu den Mitmenschen öffnen, dann haben wir einfach ein viel schöneres Miteinander. Und dann ist meiner Meinung nach Fortschritt auch zum Beispiel wieder eine gute Sache, wenn man es alles mit Herz leben kann, oder? Mhm. Genau. Viele nehmen sich das vor, wundern sich dann aber, dass es nicht funktioniert. Was glaubst du, woran liegt's? Mehrere Punkte. Also zum einen natürlich ganz neurobiologisch. Wir sind nun mal das, was wir schon lange waren. Das heißt, unsere Nervenzellen speichern nicht nur als Automatismen. Wenn wir ins Auto einsteigen, wissen wir ja schon gar nicht mehr, wo habe ich jetzt eigentlich, wie mache ich das Auto an, wie lege ich einen Gang ein oder wie die Automatik oder was auch immer. Das sind ja alles Automatismen, die uns entlasten. Genauso gibt es Automatismen für Wahrnehmungsmuster und für Wahrnehmungsnormalität, die wir als solche dann für uns bilden. Das heißt, wenn ich sowieso durch die Welt laufe und denke, nichts ist ein Wunder, dann ist auch nichts ein Wunder. Und wenn ich durch die Welt laufe und denke, es gibt nichts zwischen mir und dem da oben oder ich bin nur das, was ich denke, außer dem Denken gibt es nichts, dann wird das in mir auch so programmiert. Und wenn ich diese neuronalen Verschaltungen, also Nervenzellverschaltungen, wenn ich das ändern möchte, dann muss ich mich schon dazu herablassen, zu üben. Neue Wahrnehmungsmuster einzuüben, dass sie auch wieder zu Automatismen werden. Kleine Übungen den ganzen Tag über. Und dazu sind viele nicht bereit oder erkennen das ja auch gar nicht. Das ist sehr anstrengend. Es ist anstrengend, aber es macht Spaß. Yes. Und überhaupt erstmal zu erkennen, dass ich so ein Wahrnehmungsmuster habe. Genau. Und dass ich das in ein bestimmtes Ziel ändern möchte. Und das dann auch nur alleine tun kann. Ich kann nicht einfach nur mal ins Seminar gehen und von einer Linda Giese erwarten, dass sie mir was sagt. Und dann ändert sich alles. Mhm. Sondern es ändert sich nur, wenn ich das tue. Genau. Also das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Und dann der zweite Punkt ist, was ich jetzt in meinem jüngsten Buch, Sei du der Leuchtturm deines Lebens, intensiv auch noch beschrieben habe, das ist das Ego. Das ist ein Komplex, wie ich ihn nenne, dass wir gelernt haben, diesen großen Schmerz, der dadurch entsteht, dass wir nicht, dass wir verdrängen, was wir vermissen an tiefer Erfülltheit und tiefem Frieden, wie du es nennst, dass wir diesen Schmerz nicht mehr so spüren, wenn wir ihn betäuben. Und eine der Drogen, mit denen wir diesen Schmerz betäuben können, ist, ständig um sich selbst zu drehen und sich in Bedeutung und Wichtigkeit und alle möglichen Ich-Reflex-Spielarten von dem zu trennen und abzuschotten, was eigentlich wehtun könnte und der Weg wäre in ein neues Bewusstsein. Aber ich glaube, das ist sehr entlastend, was du sagst. Also ich greife nochmal zurück auch auf den Punkt, dass du sagst, es gibt da einfach diese neuronalen Verschaltungen, weil viele verzweifeln ja wirklich förmlich daran, dass es so schwer fällt und dass sie es nicht durchhalten, ihre Wahrnehmung und ihr Bewusstsein wirklich aktiv, dauerhaft zu verändern. Das erleben wir immer wieder. Und ich glaube, dass indem du sagst, da gibt's etwas, das greift automatisch ein und es ist total normal, dass es so schwer ist und dass man einfach dranbleiben soll, finde ich persönlich total entlastend und ich denke, das geht ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern jetzt auch und dass wir trainieren müssen, dass wir üben müssen und du hast dein Buch angesprochen und den Ich-Reflex angesprochen. Ich finde das total spannend, weil auch du sagst ja, das Wort Ego, ist, das magst du gar nicht mehr so, weil das so abgegriffen ist und das sprichst du mir auf der Seele. Weil damit ist sofort so ein Fenster offen, ja. Aber natürlich auch ganz viele Schubladen. Ganz viele Dinge, die man damit verbindet, die ich vielleicht gar nicht damit verbinde. Genau. Ich spreche vom Ich-Reflex. Und das ist total schön, weil du eben sagst, wir lenken uns ab, wir unterdrücken Gefühle, wir unterdrücken Dinge, die uns fehlen. Da sind wir wieder bei der Lebenssehnsucht. Ja, es sind ja die ganz tiefen Dinge, die uns wirklich fehlen, wo wir Erfüllung suchen. Und ich mag dein Buch so sehr, weil du über all diese Dinge sprichst und zwar sehr klar, sehr schön, sehr verständlich und du gibst ganz, ganz viel von dir selber preis. Also das ist ein ganz, ganz tolles Buch, wo man als Leser ganz viel mitnimmt und dich auch ganz toll kennenlernt. Zum Beispiel, du warst
früher ein unsicheres Mädchen, oder? Du hast so ein bisschen was verträumt. Ich erinnere mich an diese Szene, wo du beschreibst, dass du auf dem Weg zur Schule war das, glaube ich, oder zum Einkaufen. Ich meine, es war zur Schule, da wirklich in diesem Moos zwischen den Rillen der Pflastersteine ganze Welten hast wahrnehmen können und gespielt hast auch. Ne? Deine Mama hat sich Zeit genommen. Ne? Die hat trödeln dürfen, spielen dürfen, oder? Ja, ich habe zum einen erzähle ich viel von mir, weil ich mich nicht als ausgebildeten und klassischen Coach empfinde. Ich bin keine spirituelle Lehrerin und ich bin kein Coach, sondern ich bin eine Frau, die ihr Leben lang gesucht hat und irgendwann im Alter von, weiß ich nicht, 51 begonnen hat, den Mut zu entwickeln, zu sagen, ich glaube, jetzt habe ich so viel gelernt, wie ich aus dem, von Buddhismus angefangen, über die christliche Lehre bis hin zu Eckhart Tolle, aus all dem sozusagen eine Essenz in der Sprache des 21. Jahrhunderts zu schreiben. So. Und deshalb sind eben viele kleine Beispiele aus meiner eigenen Biografie in dem Buch, um deutlich zu machen, es geht um meine Erfahrung, die ich versuche zu verallgemeinern und zur Verfügung zu stellen, falls jemand daran interessiert sein sollte. Und dieses Beispiel, das ich beschrieben habe, als meine Mutter mit mir zum Kindergarten unterwegs war und ich dann am Brunnen am Herkommer Platz genau. So viele kleine Moosköpfchen und Rillen und so und dann angefangen habe zu kochen und Gänseblümchen reingetan habe und da gab es Gemüsesuppe und ich war völlig versunken in dieser Welt und meine Mutter hat es unendlich liebevoll möglich gemacht und mitgespielt. Sie hatte die Zeit dazu, was ja heute auch nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist. Das war die eine Seite, die ich beschrieben habe, diese Versunkenheit im Sein, die so wahnsinnig wichtig ist für die menschliche, kindliche und überhaupt Erwachsenenentwicklung. Und dann habe ich aber ein anderes Beispiel, wie ich im Kindergarten ganz schnell in der Ecke saß und mit niemandem spielte und es nicht schaffte, jemandem das Spielzeug wieder zurückzunehmen oder zurückzuklauen, der es mir geklaut hatte. Und die vielen lauten Jungs und die vielen Mädchen, die auch immer darum rangelten, wer ist jetzt meine Freundin und wie ist die Hierarchie der besten Freundinnen und überhaupt. Und eigentlich getrieben war von der Sehnsucht, dass ich doch auch genauso anderen das Spielzeug klauen wollte und auch die tollste Freundin sein wollte. Und das ist genau die Seite, die in mir früh natürlich auch gewachsen ist, was ganz natürlich und normal ist. Jeder setzt sich dann damit auseinander, was ich als Ich-Reflex bezeichne. Weil ich unsicher war und nicht wusste, wohin ich wollte und wie ich mich jetzt selber stabilisiere innerlich, habe ich versucht, habe ich mir erträumt, genauso stark zu sein und frech und unverschämt wie die anderen bei mir im Kindergarten, wo doch der Weg eigentlich der gewesen wäre, den ich davor beschrieben hatte, nämlich über die innere Welt, die mit den Gänseblümchen und des großen, heilen Friedens mit der Mama, den in mir zu stärken. Und dann kann ich auch mit den ganzen Egos, die um mich herum toben, besser umgehen. Aber sowas lernt man ja nicht. Weder im Kindergarten, noch in der Familie, noch in der Schule. Da kann ich auch niemandem Vorwurf machen, weil das in unserer Welt nicht der Wert ist, der wesentlich ist zu entwickeln und für unsere Menschheits- und Persönlichkeitsentwicklung eine Riesenrolle spielt. Ja, aber diese beiden frühkindlichen Begebenheiten habe ich halt aus meiner persönlichen Erfahrung beschrieben, weil ich mich nicht als spirituellen Guru in irgendeiner Form etablieren will. Aber es ist auch sehr schön. Ich habe mich zum Beispiel in deinen beiden Geschichten sehr wohl wiedererkannt, denn mir ging es genauso. Die waren mir alle immer viel zu laut, viel zu frech, viel zu robust. Und ich bin auch jemand gewesen, der sehr früh sich einfach so das Schlupfloch gesucht hat, nämlich so dieses Versunkensein in eine Welt, die für mich wahrnehmbar war und die einfach was ganz Besonderes war und bezaubernd war. Auch so eine Märchenwelt, eine verträumte Welt. Und ich glaube, ganz viele Menschen... Konntest du denn aus der Welt eine Kraft schöpfen, die dich dann auch gestärkt hat in der Welt des Ellenbogens? Gestärkt in der Welt des Ellenbogens erstmal nicht, nein. Aber es war für mich ein guter Zufluchtsort, um mich wohlzufühlen. Also es gab eben die Möglichkeit, dort einzutauchen. Und dort fühlte ich mich wohl. Und auch als meine Mama, die ist sehr früh verunglückt, da war ich gerade 12 Jahre alt, gab es für mich natürlich einen Zugang eben zu einem Reich, wo ich auch mit ihr zum Beispiel sprechen konnte. Also ich bin sehr dankbar für diesen frühen, starken
Drang, auch in diese Welten immer einzutauchen. Denn zu einem späteren Zeitpunkt meines Lebens hat es mich sehr gestärkt. Also sobald ich das zu meinem Beruf gemacht habe, Spiritualität, spiritueller Coach, Achtsamkeitsbewusstseinstrainerin, da war ich dann natürlich auf einmal richtig. Da fühlte ich mich dann auch gut. Und ja. Und welche Welt war das damals, als du, in welche Welt bist du eingetaucht als Kind? Ich habe halt also einmal eine sehr verträumte Welt gehabt, eine Welt, wo ich andere Wesen wahrgenommen habe. Also ich habe Engel gesehen, ich habe ja Wesen, für mich waren es alles immer Menschen. Es gab für mich immer mehr als das, also als Mama, Papa und mein Bruder und all die, die in der realen, harten Welt für mich erstmal sichtbar waren. Ich konnte auf der feinstofflichen Ebene auch Gefühle wahrnehmen. Das war für mich alles sehr lebendig, ja, also. Der Zugang einfach zur anderen Seite. Konntest du das kommunizieren oder war das nur ganz allein deine Welt, die du niemandem erzählt hast? Ich habe es schon kommuniziert. Manche Dinge haben mir ja auch Angst gemacht. Aber es hat mir keiner so wirklich richtig Glauben schenken wollen. Also man hat dann schon mal leicht gesagt, die Linda spinnt. Das war immer so ein geflügeltes Wort bei uns. Ach, die Linda spinnt wieder. Aber du wurdest dafür nicht, naja, sagen wir mal, verachtet oder in irgendeiner Form. Nee, das nicht. Heute noch Engel? Ja, ich sehe heute noch Engel, ja. Ich habe einen schönen Kontakt dazu. Das liebe ich auch sehr an meiner Arbeit. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass diese Welt existiert, weil ich einfach sehr, sehr starken Zugang habe und auch einen realistischen Zugang dazu habe, wenn man das in dem Rahmen überhaupt so nennen kann. Siehst du jetzt was? Nein, nicht über die Kamera auf die Ferne, aber ich weiß, warum du mich das fragst, glaube ich, zu wissen, genau. Ja, aber da können wir gerne mal, wenn du magst, drüber telefonieren. Also. Ja, aber das für viele. Natürlich erstmal stehen da ganz viele Fragezeichen im Raum. Hey, das und das macht sie bis heute und okay, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Genau. Es geht ja heute auch um dich, ja, um dein wunderschönes Buch, das ich unbedingt meinen Hörern auch ans Herz legen möchte. Sei du der Leuchtturm deines Lebens. Es ist wunderschön. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, liebe Nina, dass du so toll für mich empfunden unterwegs bist. Auf dem, ich nenne das spirituellen Weg oder Achtsamkeitsweg. Ich bin auf dich gestoßen über dein tolles Interview bei Gedankentanken, wo du auch über das Buch gesprochen hast. Und ich hing an deinen Lippen, dieses Interview. Ich habe das so geliebt und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Meine Nina Ruge, die ich immer geschaut habe oder regelmäßig geschaut habe, das war für mich völlig neu. Und da entstand so der Wunsch in mir, das Buch möchte ich lesen und die Nina, die möchte ich auch selber kennenlernen im Interview und vor allen Dingen auch meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen. Weil ich weiß, ganz viele kennen dich, aber ich weiß eben, es gibt bestimmt auch einige, die das gar nicht wissen, was du da so Tolles tust. Und du machst ja dieses Buch, was so wertvoll ist, das ist ein Teil, was du machst. Du machst ja zum Beispiel auch bei Heal.tv, das werden wir alles übrigens verlinken, dein Buch, also alles, was zu dir führt und auch diese wunderschönen Sendungen, die du machst bei Heals.tv, wo du auch Achtsamkeitsübungen mit den Menschen im TV machst, also im Online-TV machst. Und das ist auch so wunderschön. Auch da, ich wollte nur mal reinschauen, was du da Schönes machst. Das hat mir meinen ganzen Vormittagsplan durcheinander geworfen, weil ich wirklich, das ist so wertvoll, das ist so liebevoll, um die Menschen wirklich dabei zu begleiten, ja, bei sich anzukommen. Oder wie würdest du es formulieren? Bei sich ankommen, oder? Erstmal vielen Dank für die schönen Worte. Von Herzen, gerne. Das ist erstmal gar nicht selbstverständlich, weil ich gehöre ja eben dieser sehr nüchternen und ausschließlich rational orientierten Journalistengilde an. Genau. Und da ist die Seite, für die ich jetzt sehr viel Zeit investiere und die ich auch öffentlich mache durch die Bücher, und das Coaching, was du gerade angesprochen hast bei Health TV, das heißt, man kann es so schlecht aussprechen, Gesundheitsfernsehen ist ein neuer Sender, der sowohl terrestrisch als auch über Satellit zu empfangen ist und sich nur um Gesundheitsthemen dreht. Also, dass ich diese Themen jetzt offengelegt habe, ist erstmal auch für mich mit einer Verunsicherung verbunden gewesen, nach dem Motto, machen sie dich jetzt alle fertig, ja, weil du eben aus dieser reinen Welt des nüchternen Recherchierens und Überprüfens heraustrittst und eine neue mit aufmachst. Wobei ich immer mit einer großen
Sorgfalt versuche zu vermeiden, mich auf irgendwelche esoterischen Wege zu begeben. Aber, oh, ich muss mal kurz draußen. Alles gut. Raus, gerade mein Kater, der will rein. Zeit. Mhm. Ja, Nico, komm. Komm rein. Nein, nein, nein. Komm. Ja, zeig uns den mal. Oi, 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 der ist aber hübsch. Ja. Wow. Und draußen war es ihm jetzt, glaube ich, ein bisschen zu warm. Ich hatte ja auch einen schönen Mantel an. Ja, ja. Das kann immer bei Menschen sein. Voll süß. Was ist das für eine Rasse? Das ist eine echte Perserkatze. Einfach genau, echte Perserkatze. Sie gehörte einer ganz, ganz liebevollen Familie. Und die Frau hat eine schwere Krankheit, kann sich nicht mehr um ihn kümmern. Der Mann arbeitet sehr viel. Und dann haben sie rumgefragt, ob es nicht jemanden gibt, der weiß, es sind zwei. Und ja, dann habe ich gesagt, na geil, klar, da kommt so ein. Wunderschön. So, wo war ich jetzt gerade? Ich war jetzt gerade, ach so, ja, dass ich eben als Journalistin ein bisschen befürchtet habe, ja, dass mir halt dieser Weg, zumindest in der Presse, extrem um die Ohren gehauen wird. Ist aber nicht passiert. Komm, geh runter. So. Im Gegenteil, ich war sehr erstaunt, weil offensichtlich sind wir jetzt in einer Phase, wir, damit meine ich tatsächlich unsere gesamte Gesellschaft, in der sehr vielen Menschen bewusst wird, vielleicht aufgrund dieser extremen Schnelligkeit der Veränderung, Digitalisierung, Umbrüche, Orientierungsschwierigkeiten, wo hole ich meine Kraft her in so schnell sich ändernden Zeiten, wo bleibe ich, wenn es nichts Festes gibt, wie Wohnort, wechsle meinen Job, Partnerschaften halten mich und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr viele gibt, die sagen, ich war bisher rein rational orientiert und nun beginne ich mich doch zu öffnen für einen Weg der Spiritualität, wie auch immer. Und so waren eigentlich die negativen Stimmen meinen Büchern gegenüber gleich null. Der erste Band, Der unbesiegbare Sommer in uns, das wurde sogar ein Bestseller mit 35.000 verkauften Büchern. Ich war völlig platt, obwohl überhaupt gar keine Werbung gemacht wurde. Jetzt beim zweiten Buch ist es ein bisschen schwieriger. Ganz einfach, weil ich nicht mehr so viel im Fernsehen bin und damit auch nicht in Talkshows. Und über Fernsehen werden solche Bücher ja nach wie vor extrem beworben. Aber gut, von der Mund-zu-Mund-Propaganda lebt auch dieses Buch. Und das Schöne ist, ich habe zum Beispiel eine Kritik dieses doch durchaus spirituellen Buches im Handelsblatt gehabt. Was zeigt, dass doch eine große Offenheit heute herrscht. Du wirst es auch spüren. Klar. Wenn eben da keine Scharlatanerie betrieben wird und keine Hokus-Pokus-Versprechungen, sondern wenn es wirklich darum geht, das Leben zu vertiefen und einen achtsamen Weg sozusagen zur Ganzheitlichkeit, zu einem erfüllten Leben zu finden, worunter halt viele leiden, dass sie in einen vollkommen emotionalen Mangel. Absolut, du sprichst was ganz Wichtiges an. Viele leiden darunter und manche würden sich gerne öffnen, trauen sich dann aber nicht. Und ich finde das so toll, dass du sagst, du hattest auch Bedenken, Mensch, wie wird das überhaupt angenommen? Hoffentlich zerreißen die mich nicht. Und das ist so schade, weil dieser Weg, der macht so unglaublich glücklich, ja, wenn wir achtsam sind. Und viele trauen sich einfach nicht damit, wirklich autark zu leben, sich zu zeigen, authentisch zu leben, das einfach sich nicht beirren zu lassen und spüren dann diesen Mangel. Und ich finde es total schön. Ich denke, das macht echt viel Mut, wenn die jetzt so hören, Mensch, der Nina ging es auch so, das ist total normal, dass man da erstmal Bedenken hat, dass man Ängste hat und dass es sogar sein kann, dass der ein oder andere sagt, ja, was machst du denn da jetzt auf einmal? Aber wenn man sich einfach drauf einlässt, dann passiert da gar nichts. Ganz im Gegenteil. Und keine Erwartungen haben. Nicht die Erwartung haben, dass die anderen mich glücklich machen, indem sie mein Buch ganz toll finden. Als ein Angebot zu sehen, das mit dem Besten, was ich geben kann, gemacht habe. Und wenn es nicht ankommt und wenn es die Menschen nicht erreicht, dann zu sagen,
Gut, ich hab mein Bestes gegeben, aber es hat nicht funktioniert. Es gibt dieses wunderbare, ganz einfache, es ist ja kein Gleichnis, diesen Erfahrungsbericht, ganz klein, von Dalai Lama. Ich habe ihn mehrfach interviewen dürfen und er war jedes Mal eine besondere, wirklich sehr besondere Begegnung. Und da sagt er, naja, ich gehe ja auch durch die Straßen und lächle die Menschen an und biete ihnen mein Lächeln an. Und wenn sie es nicht haben wollen, dann nehme ich es einfach wieder mit. Weil er damit so dieses völlige, ich erwarte nichts. Ich erwarte nicht, dass die Menschen durch mich glücklich werden. Ich erwarte nicht, dass sie positiv reagieren. Wenn das der Fall ist, freue ich mich. Und wenn nicht, dann nehme ich mein Lächeln, mein Buch, meine Erfahrung, halte ich damit. Genau, ja. Du hast total recht. Letztendlich machen wir diese Dinge ja auch für uns selbst, ja, weil es uns Freude macht zu schreiben, zum Beispiel in deinem Fall zu schreiben, die Dinge niederzuschreiben, zu schauen, wie schaffe ich das Wissen auf meine Art und Weise, ja, zu Papier zu bringen, ja, so dass man da was mit anfangen kann. Also, während des Schreibens wird mir so vieles bewusst. Genau. Das ist eine Riesenanstrengung. Und es ist zum anderen ein toller Wachstumsprozess. Schreibst du deine Bücher in deinem Gewächshaus? Ja, das letzte, Sei du der Leuchtturm deines Lebens, habe ich komplett hier geschrieben. Und der unbesiegbare Sommer in uns zu dreiviertel. Also hier eben, das ist eine besondere Energie an diesem Ort auch, muss man wirklich sagen. Und in München ist doch so viel an Ableckungspotenzial. Und dann arbeite ich auch nach wie vor so viel. Während ich, wenn ich in Italien bin, das sind immerhin fast 5 Monate pro Jahr, sage ich natürlich auch alles ab, was in Deutschland ist. Ich gehe zu keiner Veranstaltung, selbstverständlich. Ich gehe auch zu keiner Einladung, was auch immer. Ich habe eben Kongresse und Veranstaltungen, die ich moderiere. Dafür fliege ich dann nach Deutschland. Das sind aber immer nur 1-2 Tage und sonst bin ich hier. Und gehe hier auch relativ wenig aus. Es sei denn, mein Mann ist da, der will immer was unternehmen, unternehme ich auch viel. Aber der ist nicht so oft da. Das heißt, das Paradies für dich alleine, so schön. Ja. Aber du machst doch was, weil ich habe es gesehen, denn die Sendung in Hils TV moderierst du, wenn ich das vom Bild her richtig sehe, doch bestimmt auch aus deinem Gewächshaus, oder? Die genau. Sind aber aufgezeichnet. Okay. Sind alle schon im Kasten und haben wir, man hört es einmal auch oder ein paar Mal sogar in meiner Stimme, es war im Januar. Und da ist es im Gewächshaus nicht wirklich warm. Oh, unter erschwerten Bedingungen. Schön. Okay, aber du hast sie auf jeden Fall in der Toskana aufgenommen. Und diese wunderschöne Energie ist in deinen schönen Beiträgen auf Hils TV und auch in deinem wunderschönen Buch Sei du der Leuchtturm deines Lebens. Das ist ein ganz toller Titel, Leuchtturm deines Lebens. Sei du selbst der Leuchtturm deines Lebens. Erzähl mir, wie bist du zu diesem Titel gekommen? Da ist sehr viel drin. Ja? Denn wenn wir für uns selbst leuchten müssen, wie so ein Leuchtturm, erzähl uns davon. Ja, ich habe nach einem Titel gesucht, der die Vertiefung dessen ist, was ich im ersten Buch gemacht habe, der unbesiegbare Sommer in uns. Der unbesiegbare Sommer in uns ist geklaut von Albert Camus. Und diesen Satz finde ich so bis heute gänsehautträchtig. Mitten im tiefsten Winter entdeckte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Also der ist immer da. Und der meint mich, der wohnt ja in mir, sonst würde er da nicht wohnen. Der ist unbesiegbar. Der ist stark. Und ich habe das gar nicht gewusst. Das war mitten im Winter, als ich das merkte, also in der Krise, habe ich verstanden, dass in mir Kräfte sind, die sind unbesiegbar. So, darum geht es im ersten Buch. Und dann habe ich gedacht, im zweiten, wo es zum einen darum geht, was hindert uns, wenn wir vieles erkannt haben auf dem Weg zur Ganzheit oder wie ich es im ersten Buch auch formuliere, zum Bewusstsein des Heiligen in allem. Und dann im zweiten Teil ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Wenn es also um die Vertiefung dessen geht, was ich im ersten Band als Erkenntnisprozess beschrieben habe, dann wäre es schön, wenn ich es wieder in ein Bild fassen könnte. Und da fiel mir im Dialog mit dem Verlagschef ein, der Leuchtturm. Und am Ende des Buches gibt es auch ein Kapitel, da zitiere ich, liebe ja Windsprüche, die sind, wenn sie gut sind, sind sie geronnene Lebensweisheit. Und geben so viel frei, wenn man sie
tatsächlich ein bisschen in sich herumkullern lässt. Müssen wir gerade schauen. Hier von Anne Lamott, die ich bis dahin nicht kannte. Da gibt es diesen wunderbaren Satz, Leuchttürme laufen nicht herum, um Boote zu finden, die sie retten können. Sie stehen einfach da und leuchten. Mhm. Das war letztlich der Impuls, dieses zweite Buch zu schreiben. Wie komme ich jetzt zu einem neuen Bewusstsein und zu einer neuen Haltung der Achtsamkeit, die mich dazu in die Lage versetzen, zu leuchten. Mhm. Und zwar nicht, um irgendwen zu retten oder irgendwelche Leute anzuziehen, die ich retten kann oder die mich toll finden oder was auch immer, sondern weil ich diese Kraft lebe und verschenke. Mhm. So. Und dann, so kamen wir zu, weil du der Leuchtturm deines Lebens. Und wenn jetzt, das ist mega schön, ich finde es übrigens, wenn wir schon bei Sinnsprüchen sind, was ich ganz, ganz toll finde bei dir, ist, wenn man mal nachschauen will, worum geht es denn eigentlich so? Man landet so am Anfang so beim Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, ich habe noch nicht so ein schönes Inhaltsverzeichnis gesehen, weil du hast zu jedem Kapitel nicht nur einfach benannt, worum es geht, sondern überall hast du solch eine wunderschöne, geronnene Lebensweisheit drunter gefügt. Ja. Im zweiten Teil des Buches auch zu beschreiben versuche, wenn ich mich öffne für die andere Seite in uns, dann, das kann ich nicht trainieren. Ich kann nicht wie meinen Verstand durch Vokabellernen oder Sonstiges trainieren, eine Sprache beispielsweise gut zu beherrschen, sondern indem ich mich öffne für die andere Seite des Seins, können Intuition, Geistesblitze, aber vor allem auch die Vertiefung all dessen, was mich verbindet mit dem Sein, das tritt ein. Und das ist nicht zu steuern. Ich kann es ermöglichen, aber ich kann es nicht erzwingen. Und das, finde ich, ist, hat Rilke so wunderbar formuliert. Wenn ich die Frage gestellt habe, wie vertiefe ich mein Leben und mich auf den Weg begeben habe, dann kommt die Antwort nicht einfach wie eine Lektion, die ich in irgendeinem, vielleicht auch, was weiß ich, Internet-Sprachentraining bekomme, sondern allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hineinzuleben. Das tritt in dein Leben ein. Genau. Wunderschön. Einfach da. Mhm. Ja. Genau, es ist einfach da und wir verschmelzen da so mit auf einmal. Auf einmal merken wir, auch wir sind dann da. Ja, das ist das Spannende. Ja, genau. Mhm. Gut, also Sinnsprüche sind für mich immer wieder insofern auch geronnene Lebensweisheit zur Selbstentwicklung, weil sie mich immer wieder an das Wesentliche erinnern. Und wir werden ja so, es ist einfach so, jedes Leben ist neigt zur Zerstreuung. Mhm. Udilo Lechner von den Benediktinern, mit dem ich ein langes Interview machen durfte, hat irgendwann mal gesagt, ihr zerstreut euch ja wie Salz auf dem Tisch. Mhm. Schönes Bild. Ja, absolut. Und dann zum Wesentlichen immer wieder zurückzufinden, dazu sind auch Sinnsprüche sehr hilfreich. Ich habe hier noch einen, der ist sehr schlicht, hat aber auch eine große Tiefe. Die Seele weiß, wohin die Reise geht. Mhm. Wenn ich ihr zuhöre und wenn ich auch mal ihr zulasse, dass sie dann einfach mal mich auf den Weg bringt. Total. Genau, die Seele kennt den Weg. Mhm. Genau, wir müssen es zulassen. Wie ist es mit dem Zulassen? Viele Menschen zerstreuen sich. Wir haben jetzt vorhin von neuronalen Verschaltungen gesprochen. Also wir sind das auch gewohnt, dass wir uns auch an dem Punkt vielleicht zerstreuen. Wir haben unsere Ängste, wir haben unsere Unsicherheiten, wir haben unseren Alltagsstress. Ja, viele Menschen haben einfach jede Menge um die Ohren. Wie mache ich das mit dem Zulassen? Was könntest du den Hörern mitgeben? Also, ne, also man, es hört sich so leicht an, es zuzulassen. Es hört sich sehr einfach an, aber trotzdem scheitern wir da immer wieder dran. Auch ein Prozess, das ist der wichtigste Prozess, den ich eigentlich in dem Buch beschreibe. Genau. Wichtig ist vielleicht wirklich, sich erstmal seiner Lebenssehnsucht bewusst zu werden. Was will ich wirklich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Und wohin möchte ich mich und mein inneres Streben entwickeln? Und für viele, die sich dieser Frage ernsthaft stellen, kommen ganz ähnliche Antworten. Ich möchte einen tiefen Frieden in mir finden. Ich möchte weniger Angst haben. Ich möchte mich freier und heiterer fühlen.
Ich möchte eine tiefe Stärke fühlen. Ich möchte einen Sinn in meinem Leben sehen. Ich möchte mich warm und geborgen fühlen und so weiter. So. Und diesen Weg einzuschlagen, ist erstmal ein abstrakter Vorsatz. Und dazu gehört, mir es immer wieder bewusst zu werden und zu machen, dass ich eben durch meine eingefahrenen Verhaltensmuster auch immer wieder in die alten Gewohnheiten fallen werde. Sprich, wenn ich mich verändern möchte, dann reicht es vielleicht nicht, wenn ich mich morgens für eine halbe Stunde hinsetze und meditiere. Das habe ich so viele Jahre gemacht. Ich finde die Praxis des Meditierens großartig. Hat aber nicht wirklich dazu geführt, dass ich im Alltag in einer neuen Haltung lebe. Das hat erst begonnen, als ich anfing, mich regelmäßig in ganz kleinen Momenten des Alltags immer wieder des Wesentlichen, wohin will ich, was ist mein Ziel, und zwar nicht nur vom linkshirnigen Kopf, sondern vom rechtshirnigen Empfinden zu erinnern. Also mir kleine Momente des Innehaltens in meinem Alltag zu gönnen, die auch immer möglich sind. Sei es, wenn ich an einer roten Ampel stehe und im Auto sitze oder wenn ich am Fahrstuhl warte oder nicht eben gleich das Handy rausziehen und die nächste E-Mail angucken. Ich habe viele, viele kleine Übungen. Du hast das Buch ja gelesen. Genau. Deswegen frage ich auch. Für mich auch noch sehr besondere Dinge, wie beispielsweise eigene kleine Gebete. Ich bin aus der Kirche ausgetreten vor vielen, vielen Jahren. Das war damals, als ich überhaupt gar kein Geld hatte und trotzdem von dem bisschen, was ich verdiente, auch noch Kirchensteuer zahlen sollte. Und dann habe ich mir überlegt, will ich wieder eintreten, und habe festgestellt, nee, ich habe sehr viele Inspirationen, sehr viel Anregung durch die Bibel, durch Menschen, die im Glauben leben, durch gerade Ordensmenschen. Aber ich bin tatsächlich durch die Riten, weder der evangelischen noch der katholischen Kirche, so tief verbunden, dass ich sage, da will ich Mitglied sein. Aber ich habe einen großen Respekt und eine ganz, ganz große Attraktion, auch was gerade die christliche Kirche angeht. Wo war ich jetzt gerade? Gebete. Gebete, ja, genau. Und kam aber auch über meine Liebe für Sinnsprüche in der Arbeit zum letzten Buch, Sei du der Leuchtturm meines Lebens, auf den Kirchenphilosophen Peter Wust, der gesagt hat, viele verlieren irgendwann, wenn sie sich sehr rational, verstandesmäßig entwickeln, die Verbindung zur Kirche, weil sie mit ganz vielen dieser Gleichnisse nicht mehr so viel anfangen können. Und auch mit den Ritualen, die eben aus anderen Jahrhunderten stammen. Aber sie kommen, weil sie spüren irgendwann im Laufe ihres Lebens, wenn sie die Erfahrung intensiv machen und es zulassen, dass die Essenz des christlichen Glaubens das ist, was sie suchen. Und diese Essenz ist in allen Glaubensrichtungen der Welt, ist auch in philosophischen Lehren wie dem Buddhismus enthalten. So hat er die sekundäre Naivität genannt, dass man in dem Augenblick, wenn man beginnt, zum Wesentlichen des Lebens wirklich vorzudringen, ob mit oder ohne Kirche, dann findet man auch einen neuen Zugang zum Gebet. Und so habe ich mir einfach so zwei, drei, manchmal sind es auch Gedichte, die ich als Gebet spreche, Gebete selbst entwickelt. Genau. Dann spreche, wenn ich wieder mich zurücksetzen möchte. Ich sage so ein Reset. Ja. Ich komme wieder aus einem langen Telefonat, einer Telefonkonferenz zur nächsten Konferenz, die ich moderiere. Und da haben wir über 150.000 sachliche Argumente und Dings gesprochen, was ich auch alles spannend finde. Und dann sitze ich in meinem Auto, fahre durch unseren schönen Märchenwald, diese kurvige Straße runter in die Stadt, um was zu besorgen, und merke so, in dir flirrt es wieder. Ich nenne die immer Gedankenmoskitos. Ich denke nicht, es denkt nicht. Irgendwelche komischen Fetzen, die ich nicht da haben will, sind da und besetzen mich und meine Aufmerksamkeit, machen die Farben grau und ich fühle mich als Opfer, nämlich gehetzt. So, und dann spreche ich mein Gedicht. Hier ist der Friede Gottes. Ich spreche es eigentlich langsamer. Dann mach es mal, wenn du magst, einmal für uns. Ja, bitte. Möchtest du es nicht? Eine kleine Pause. Hier ist der Friede Gottes.
Er ist auch in mir. Er ist ewig. Alles ist gut. Das ist alles. Voll schön. Mehrfach. Und dann ist alles weg. Diese Gedankenmoskitos sind weg, dieses sich gehetzt fühlen, dieses getrieben fühlen, dieses ich schaffe gar nicht alles in den Tag reinzupacken, was da rein soll. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist es alles so halb und nicht richtig und ist alles so flach. Vertiefe dein Leben und die Zeit hört auf, dir davon zu laufen. Genau. Und mit Hilfe eines solchen Gebets. Gibt auch andere Möglichkeiten. Goldnuggets suchen zum Beispiel. Goldnuggets sind kleine Momente des Alltags, die einfach wahnsinnig schön sind und die wir zu übersehen neigen, weil wir nur wertschätzen, was irgendwas kostet. Und zum Beispiel, wie ich hier rausschaue, ist jetzt blöd, weil ich dir das nicht zeigen kann, wenn Wildblumen über den Schmetterlinge tanzen, wow. Dann sage ich, das ist ein solches Geschenk. Und ich habe eine solche Dankbarkeit und Demut vor dieser großartigen Natur und dass ich die so gesund erleben darf. Und auch wenn ich krank wäre, wäre die Dankbarkeit groß. Und ich nutze das aber nicht nur als Konsumartikel, diesen schönen Blick, sondern ich nutze ihn wirklich, um mir bewusst zu machen, sozusagen wie eine Festplatte, wo noch eine zweite im Hintergrund meines Computerdaseins läuft, um das als Bild zu verwenden. Also ich habe noch ein zweites Programm im Hintergrund, das mir immer wieder bewusst macht, was wichtig ist und mich verbindet mit dem Sein und mit dem, was in jedem ist, Heiligkeit des Seins. Da drüben ist das da, in meinen Pflanzen, in meinem Neko ist das, in allem, was hier in meiner Limonaya ist, in dir. Und das ist keine rationale Erkenntnis, das ist eine rein emotional-mentale Erkenntnis. Und sich mit der immer mehr bewusst anzufreunden und sie zum Teil des Lebens und des Empfindens und des Alltags zu machen, dazu nutze ich solche Goldnuggets. Und sage nicht nur, ach wie schön, sondern spüre das Großartige, was darin lebt und auch in mir lebt. Und dass diese Erkenntnis, diese Wahrnehmung eine solche Kraft in sich birgt, ich sage halt, weil ich auch die Vokabel Gott vermeide, weil sie so vielschichtig für viele Menschen aufgeladen ist, aber die Vokabel Heiligkeit ist nicht ganz so besetzt, finde ich. Deshalb sage ich, das Heilige in mir zu spüren und in allem und die Großartigkeit und die Kraft wahrzunehmen, das hilft mir, was deine Eingangsfrage eben betrifft, aus diesem Räderwerk des Alltags und des Getriebenseins des Alltags komplett auszusteigen und in den Driver Seat einzusteigen, also in mein Leben selbst zu steuern. Und deshalb ist der Untertitel des Buches auch selbstbestimmt und frei durch innere Führung, also mich selbst zu fühlen. Wow, mega schön. Absolut, ich kann das durch und durch fühlen, auch was du sagst. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das kann, weil das ist ein Teil, so wie ich auch durch den Alltag gehe, wirklich so. Ich habe es bisher nicht Heiligkeit genannt, aber ich finde es zum Beispiel auch sehr schön. Für mich ist das so, die Wunder in allem, so das Wunder in allem so erkennen können und wirklich so staunen zu können wie ein Kind und zu fühlen. Man kann die Liebe förmlich fühlen, die das Leben ist, so ganz intensiv. Und finde das total schön, wie du das beschreibst. Denn viele Menschen glauben, ich bin erst glücklich, wenn der und der Zustand erreicht ist, wenn das und das nicht mehr da ist in meinem Leben. Und du hast es gerade so schön beschrieben, es ist einfach nur ein Switch. Es ist einfach ein Bewusstseins-Switch. Alles schon da. Genau. Ja. Wir meinen, es muss irgendwas da sein und kommen, damit und so. Die Sprüche, Einstein, die bestimmt. Viele Menschen denken, also ich ist jetzt ganz richtig zitiert, nichts sei ein Wunder. Manche denken aber auch, es sei alles eins. Ich gehöre zu Letzterem. Voll schön. Ein Physiker. Ja? Kernphysiker. Also, Einstein war ja noch viel mehr. Ja,
Ja. Aber es ist es. Es ist alles ein Wunder. Und wenn wir es schaffen, unsere Augen dafür zu öffnen, unsere Herzen dafür zu öffnen, dann fühlen wir uns getragen, dann fühlen wir diesen Frieden, ne, wie du es gerade beschrieben hast, der in deinem Gebet, ne, der Frieden Gottes ist auch in mir, sowas. Ne? Und dann fühlen wir das auf einmal, dass Gott uns, wenn wir das Wort Gott jetzt nehmen oder die Heiligkeit nehmen oder das Wunder, dass uns das alles die ganze Zeit umgibt, uns einbettet, und dann fällt der ganze Stress und der ganze Druck ab. Und dazu gehört auch zu akzeptieren, die Benediktiner zum Beispiel sprechen vom großen Geheimnis, dass nicht alles erklärbar ist. Genau. Und dass wir vieles anzunehmen lernen, was wir vielleicht nicht erklären können, was in unserer Welt ein bisschen merkwürdig anmutet, weil wir alles erklären wollen. Mhm. Und jetzt auch mit CRISPR-Scheren und sonstigem das genetische Material auch noch verändern, was zum Teil großartige Vorteile hat für Krebstherapie und sonstiges. Aber uns natürlich ganz stark verführt, nur das zu glauben, was beweisbar ist. Und zu sagen, das große Geheimnis ist da, und das Geheimnis ist sehr, sehr groß. Es ist in uns allen und es trägt uns alle. Und es trägt uns dann, wenn wir überhaupt bereit sind, die Augen und das Herz aufzumachen dafür, dass es da ist. Es ist nicht zu negieren. Und das ist, glaube ich, auch die Ursache für so unglaublich viel Elend und Leid und Verlorenheit und Depression, dass uns vielen Menschen niemand beigebracht hat, dass wir nach genau dem streben können, was uns, ohne dass es Geld kostet, unendlich stärkt. Mhm. Ja. Es trägt uns. Wir müssen es zulassen, dass es uns trägt. Wir werden als kleine perfekte Wesen in diese Welt hineingeboren. Unsere Lungen atmen ganz von alleine. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Es ist alles da. Es ist alles bis zur Perfektion für uns vorbereitet. Und ab irgendeinem Zeitpunkt im Leben übernehmen wir dann die Kontrolle und wundern uns, dass wir uns dann alleine fühlen, ja? Anstatt uns einzulassen. Auch weil wir nicht gelernt haben, dass Krisen notwendig zum Leben gehören, wie nur was. Mhm. Nur an Krisen wachsen wir, nur an Problemen. Mhm. Unsere gesamte Wahrnehmung wird ja, natürlich sind es in Kinderbüchern, ist es völlig in Ordnung, dass man da versucht, eine heile Welt zu malen. Aber auch wenn man sich die alten Märchen anschaut, die alten Märchen haben ja durchaus ganz merkwürdige und böse Passagen. Hinterher, bei Grimm zumindest, wurde ja alles gut, aber nicht bei allen Märchen. Die habe ich dann aber auch nicht gemacht. Also das heißt, wir haben eine große Sehnsucht in uns, und ich glaube, die ist auch ganz natürlich, dass möglichst keine Krisen uns heimsuchen sollten und möglichst alles harmonisch verlaufen sollte und kein Gegenwind. Und das ist nicht das Leben. Mhm. Uns darauf vorzubereiten, dass wir aus der heilen Kinderwelt, das ist wie die Vertreibung aus dem Paradies, dass wir aus der heilen Kinderwelt, wenn wir denn eine hatten, und viele Kinder haben heute sehr sorgfältig und sorgsame Eltern, die versuchen, alles Negative von ihren Kindern fernzuhalten. Wenn ich dann aber in die Welt eintrete, dann lerne ich ja, dass jeder Tag eine Krise sein kann und Krisen sich auch potenzieren können. Und es kann auch 25 auf einmal geben. Und da sich in der Haltung zu üben, ich nehme alles an, was ist. Mhm. Auch die Krise. Ich mache das Beste draus. Und wenn ich sie nicht lösen kann, dann muss ich irgendwas anderes mit ihr machen. Ich muss mich überleben lernen oder was auch immer. Aber die Krise und Negatives und Nicht-Erwartetes und alles, worüber wir auch gerne meckern, bis zum Wetter, als freudig als das hinzunehmen, was das Leben mir serviert. Mhm. Viktor Frankl, dieser wunderbare Psychiater, hat gesagt, ich bin nicht dazu da, dem Leben Fragen zu stellen, sondern das Leben stellt mir die Fragen, auf die ich die Antworten zu geben habe und nicht umgekehrt. Und wir werden auch durch Filme, gerade so die großen Kitschfilme und die großen Kitschserien, werden wir ja auch schon ganz früh geprägt, wenn wir denn sowas intensiv anschauen, um zu glauben, dass alles immer irgendwie so laufen wird, dass die Bösen ihre Strafe kriegen und die Guten den tollen Ehemann, der sie auf
ewig in Patienten tragen wird. Das ist eben leider nicht. Mhm. Ja. Das ist, und wir leben ja in der Welt der Polarität. Ja, das ist einfach so, wir brauchen beide Pole. Das gehört einfach dazu. Das Leben sucht nach dem Ausgleich und es wird immer so sein, dass wir Dinge erfahren im Leben, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht so gerne haben wollen. Aber sie sind wichtig für uns, genauso wie du das sagst. Und vor allen Dingen auch nicht nur die Filme, auch diese perfekte Welt, jetzt Instagram, Facebook, also ganz besonders Instagram, finde ich, wo wirklich jeder ein scheinbar perfektes Leben zu führen scheint. Ja. Dass auch das bringt uns ja auf eine ganz falsche Fährte. Probleme gehören einfach ganz klar dazu, die machen uns stark. Ja, das finde ich ein irres Phänomen. Auf der einen Seite ist Instagram, genauso wie Facebook oder Snapchat oder was auch immer, das ist ein irres Medium, wo ganz viel Lebendigkeit und Mitteilung und guck mal, ich bin hier und schau mal, was ich erlebe. Da findet man auf der anderen Seite eben ein Ausradieren der Vielschichtigkeit des Lebens und vor allem auch der Tiefe. Das ist so eine Fassaden, ein Feiern des goldenen Kalbs, ja, wie es in der Bibel das kann, wer da nicht gefeit ist und einfach eine große Stärke entwickelt, sich dem einfach überhaupt nicht auszusetzen und sich nicht zu vergleichen, nicht mitzumachen, das kostet ja unheimlich viel Zeit. Auch das. In der Form zu präsentieren. Das ist natürlich eine große Gefahr, sich einer unendlichen Leere auszusetzen, nämlich der Leere der Hülle. Genau. Ja, genau. Das ist spannend. Das ist spannend. Die Leere der Hülle, genau. Die Gefahr der Leere der Hülle. Das stimmt. Die jungen Menschen, meine Tochter ist 21, sie liebt Instagram und ich bin auch froh, dass sie mir das alles so schön erklärt und zeigt und dass dieses Medium auch somit für mich zugänglich ist nach Anfangsschwierigkiten. Aber ich erlebe schon, dass die ganz anders damit umgehen, sehr intensiv auch das Leben. Und ich glaube auch, dass die das irgendwie hinkriegen werden. Das ist ein ganz neuer Zeitgeist. Aber das, was du gerade sagst, die Gefahr der Leere der Hülle, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist bei Instagram so, das ist bei ganz vielen Menschen so, die einfach nicht hingehen und sich nach dieser Lebenssehnsucht ausrichten. Diese Fragen, die du vorhin so schön beschrieben hast, die auch in deinem Buch sehr schön beschrieben sind. Du leitest uns da richtig schön an, die richtigen Fragen zu stellen. Was will ich eigentlich wirklich? Ja, wer bin ich, was will ich, was treibt mich, was ist meine Sehnsucht? Und diese Fragen sollten wir uns stellen, damit wir alle nicht in die Gefahr kommen. Ja, auch die Frage, wie viel Zeit investiere ich wo hinein? Ganz entscheidende Frage, gerade in unserer Multitasking-Zeit, wo wir jede Sekunde 100 Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu verplempern. Wenn wir irgendwo rumsurfen, jetzt in meinem Fall die aktuelle Nachricht zum vierten Mal auf einer anderen Plattform zu lesen. Das muss ich mir auch gut überlegen. Wie viel Zeit investiere ich wofür? Und zwar jeden Tag. Und wenn ich mich hinstelle und dann für Instagram ein Foto mache oder für Facebook, dass ich dann hinterher das erstmal kunstvoll gestellt sein muss, dann muss ich es hinterher noch bearbeiten und dann muss ich möglichst auch noch was tun, damit es von möglichst vielen Leuten angeschaut wird und das Ganze noch pushen. Das kostet so viel Zeit. Sehr gut überlegen würde, das täglich zu tun. Du, und dann diese ganzen tollen Apps, wo du diese Fotos so schön bearbeiten kannst, dann machst du dich noch ein bisschen schlanker, dann macht man sich noch ein bisschen jünger und dann hat man noch einen strahlenden Teint. Also was es da alles gibt, das ist unglaublich. Und die nutzen das so, zack, 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 zack. Aber wie du sagst, womit befasse ich mich und beschäftige ich mich? Und da würde ich ganz gerne zum Schluss, liebe Nina, dich nochmal fragen. Also wir werden natürlich alle Links hineinsetzen. Ich möchte den Menschen so wahnsinnig gerne deine Sendungen ans Herz legen, die du für Heals TV machst, weil wer sagt, Mensch, ich würde da gerne mehr von wissen von der Nina. Wie macht sie das mit der Achtsamkeit? Wann kann man dich dort immer sehen? Erzähl uns das bitte. Bislang haben wir das Programm sonntags nachmittags laufen. Es wird in der Woche wiederholt und jetzt müssen wir mal nachgucken, wo es jetzt programmiert ist, weil wir gucken sehr intelligent. Zu welchen Uhrzeiten wird eine bestimmte Programmfarbe besonders gern gesehen. Und aktuell, weil ich jetzt nicht weiß, wann unser Podcast online gestellt wird, weiß ich auch nicht, wann es in der Woche wiederholt wird. Aber es sind insgesamt 21 circa halbstündige Folgen, in denen wir von dem Erkennen über das Wollen zum Tun gehen. Das heißt, das Erkennen, was ist meine Lebenssehnsucht, zum Formulieren, jeder für sich selbst in einem Satz oder in einem Symbol, was möchte ich
wirklich jetzt als inneres Ziel mir setzen, über das Erkennen, was wir eben auch kurz besprochen haben, was hält mich ab, was für Denkmuster sind eigentlich in mir, was ist so das Gummiband, was mich immer in die alten Muster wieder zurückzieht, über die Möglichkeiten, sich in vielen kleinen Momenten neu zu programmieren, sage ich auch, von denen ich denke, dass sie jeder für sich selber finden sollte, kann Anregungen geben, aber was jetzt mir besonders gut tut, jeden Tag in kleinen Momenten zu tun, abends, wenn ich im Bett liege beispielsweise, eine Übung, die ich ganz oft mache, ich gehe den ganzen Tag durch und suche dann nochmal rückwärts nach Goldnuggets, also nach Goldklümpchen, die der Tag mir serviert hatte. Ganz besonders schöne Momente. Zum Beispiel auch, also wie zum Beispiel auch das Gespräch mit dir. Ja? Man hat schon mal die Gelegenheit, so ausführlich mit so viel Zeit und mit einem Menschen, der einem so besonders offen zuhört, über Themen zu sprechen, die jetzt nicht alltäglich sind. Das ist für mich auch ein Goldnugget, das ist ein Goldklümpchen. Und abends liege ich also doch wirklich oft im Bett und habe da diese vielen kleinen Goldklümpchen, die der Tag mir gebracht hat. Und ich schlafe mit einem ganz anderen Gefühl ein, träume auch anders und spüre auch, wie sich in mir alles weitet. Und vieles von dem, was ich denke, was wichtig wäre oder was mich auch in irgendeiner Form negativ beeinflussen könnte oder was mich eng und grau macht, ist weg. Ja. Also das ist der nächste Schritt in dem Coaching und der Schluss wird sein, dass wir sozusagen ein Schatzkästchen packen und die vielen bedeutenden Übungen jeder für sich selber zusammenstellt. Dazu gehören für mich zum Beispiel auch Lieder. Es gibt für mich besonders aufgeladene, also die habe ich aufgeladen, Songs, die, wenn ich mich wieder resetten möchte, zum Wesentlichen zurückfinden möchte, die ich mir nur dann anhöre. So alles nutzt sich ab. Deshalb lasse ich das nicht so nebenbei laufen, sondern ich höre die dann ganz bewusst, zum Beispiel Summertime von Bella Fitzgerald interpretiert. Das ist für mich ein Song, der mich unglaublich vertiefen lässt, ja, im Finden und im Sein. Also das packe ich dann am Ende alles ins Schatzkästchen rein und schreibe mir das auch auf, sodass ich etwas habe, was ich mitnehmen kann, was ich mir immer wieder anschauen kann und was mir hilft, meine alten Muster zu überwinden und neue, befreiende, liebevolle, du hast vorhin die Vokabel Liebe so intensiv ins Zentrum gestellt und das ist es ja auch. Es geht letztlich um Liebe, die ich empfinde, die ich gebe und erst in dritter Linie kriege. Darum geht es in dem Coaching auf Gesundheits-TV, also Health-TV. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen, dass wirklich das jeder für sich findet. Und Health-TV, genau. Ist so ungewohnt für uns, also für mich zumindest. Also ich habe auch für die ein paar Moderationen gemacht und die haben mir dann gesagt, pass mal auf. Das geht uns allen so. Sag einfach Health-TV, ohne TH. So, versteht man trotzdem nicht so wahnsinnig gut, aber es ist ein schöner Titel, wenn man es geschrieben sieht. Das stimmt, definitiv, genau. Auf Health-TV kann man dich sehen, kann man dein Coaching nutzen. Mega, mega schön, sehr, sehr zu empfehlen und wirklich auch von Herzen. Das Buch möchte ich nicht außer Acht lassen, das möchte ich gerne nochmal erwähnen. Sei du der Leuchtturm deines Lebens, auch das verlinken wir. Und natürlich möchte ich alle Hörer und Zuschauer von YouTube in die Apotheke schicken, denn der S&D Verlag hat ein tolles Interview mit dir geführt und zwar für sein Tiermagazin Unsere besten Freunde. Da steht auch nochmal ganz, ganz viel drin, wie du zu den Tieren stehst, über dich persönlich. Ein ganz, ganz tolles Interview und kostenlos in jeder Apotheke sich abzuholen. Auch das möchte ich gerne noch mitgeben, bevor sie vergriffen sind. Liebe Nina, es war großartig mit dir. Ich würde es wahnsinnig gerne nochmal wiederholen zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht auch sogar, wenn du ein neues Buch geschrieben hast. Schon wann? Ja, deswegen, ja. Aber noch nichts vorbei. Ja, genau. Aber ne, spätestens dann kommst du unaufgefordert bitte auf mich zu. Dann möchte ich gerne nochmal ein bisschen was darüber erfahren. Und generell, wir bleiben in Kontakt.
Und ich danke dir für das intensive Beschäftigen mit dem, was du ja eh schon weißt. Von Herzen. In Buch gegossen ist, und danke dafür, dass du dich so vorbereitet hast. Von Herzen, gerne. Du Liebe, bleib eben noch kurz dran, ich mache eben hier Schluss. Ihr Großartigen, ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir, und wir sehen uns beim nächsten Mal bei deinem Podcast für deine Seele. Lebe glücklich, deine Linda Giese, und heute mit der wundervollen Nina Ruge.